Servus, Leute. In dieser Folge suchen wir für Ramona eine richtig, richtig fette Karre. Vielleicht nicht ganz so fett wie die im Hintergrund. Die ist etwas funktional und etwas zu rot, aber trotz alledem soll sie fett sein. Stadtmöglichkeit zum Parken muss auch gegeben sein. Kann man doch super mit dem Ding. Oder nicht, Jungs? Ja, geht so. Also, ich würde sagen, wir suchen mal eine kleinere. Los geht's. Ohne Blaulicht. Und hier ist sie, Ramona, eine knallbunte Lady aus Aschaffenburg, und sie braucht dringend einen neuen fahrbaren Untersatz. Aber bei Ramona kommt selbstverständlich nicht der 0815 Golf in die Garage. Sie will klotzen, nicht kleckern, genau der richtige Auftrag für Sid und JP. Hi. Hallo. Hallo. Wo komme ich denn hier rein? Wie du hier reinkommst? Ja. Da. Ah, ach da, okay. Hi, Ramona. Sophia, das war nicht so schwer, oder? Hallo. Nee, hi. Hallo. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gesucht, gell? Ich meine, ja, das sieht so gleich aus, ne? So. Hau raus. So, Ramona. Schieß mal los. Also, ein bisschen haben wir was in der E-Mail gesehen, was du willst. Aber mal das Bild mal so ein bisschen aus. Also, ich suche was Fettes, eine fette Karre mit gutem Sound. Gerne in schwarz. Mhm. Okay. Bisschen PS. Eine dicke Karre eher im flachen Sinne? Eine Limousine oder so ein konventioneller SUV? Oder wie stellst du das vor? Na, hier sind diese FBI-Autos, diese SUV, diese Geländewagen halt. Diese getönten Scheiben, fette Reifen, geile Felgen. Aber Baby, Sound. Ja, Sound gleich Verbrauch in der Regel. Und das in dieser Kategorie von fetten Karren, SUVs. Gibt es eine Kombination hier Sound und Autogas? Ja, okay, okay. Also du kennst dich ein bisschen aus mit Autos, merke ich. Ein bisschen. Okay. Also. Finde ich gut. Ja. Jetzt ganz kurz, wie krass möchtest du auf die Kacke hauen? Wie viel Kohle hast du? 25.000 bis 30.000 maximal. Okay, das heißt, das Auto dürfte 25 kosten und du hättest noch für Spielereien noch ein bisschen Zusatz. Ein bisschen was, ja. Ja. Okay, ja. Dann fassen wir mal zusammen. Okay. 25 bis 30.000, es soll fett sein, amerikanisch, Autogas, bevorzugte Farbe wäre schwarz. Ramona ist so eine richtige fancy Fashion-Maus, ne? Ja, also sie ist, wie soll man sagen, ich glaube, sie weiß gar nicht wirklich, was sie möchte irgendwie, ne? Also sie sagt zwar, sie möchte ein großes Auto haben, sie will auf den Kakao-Modus, aber dann so, ja, was ich mal im Fernsehen gesehen habe, das ist cool. Ich würde sagen, wir ziehen los, aus meinem virtuellen Büro raus, nach links. Gesucht wird ein fettes SUV mit Autogas für maximal 30.000 Euro. So, die Ramona ist ja wirklich eine ganz fesche. Und sie sagte, sie will ein SUV mit viel Platz und Ami darf es auch sein. Und wenn man das Ganze mal so zusammenfasst, wenn man das mal wirklich so über den Daumen schlägt, gibt es ja nur ein Auto. Den Escalade Cadillac für die ganz Dicken. Genau! Hier habe ich sogar einen. Budget passt, schwarz, Baujahr 2008, Gasanlage da auch, das passt du. Doch bevor ich losfahre zum Check, hau ruhig vor das Ding doch, das muss gerade werden. Wenn wir nicht alles selber machen, dann wird alles krumm und schief doch. Tschüss. Genau, selber machen, ein gutes Stichwort. Auf zum ersten Check. Mitten in Dortmund wartet der Ami auf einen neuen Besitzer. Vielleicht findet JP ja hier schon Ramonas automobiles Glück. So, mittlerweile sind wir angekommen beim Cadillac Escalade. Escalade, dritte Generation. Wie viel gibt es? Vier Generationen. Aber ganz ehrlich, das ist die schönste. Dieser Escalade von 2009 hat 175.000 Kilometer auf der Uhr. Für knapp 26.000 Euro ist dann aber auch die gewünschte Autogasanlage schon an Bord. Verglichen mit seinem Vorgänger ist der dicke Cadillac in der dritten Generation etwas weicher geworden. Unter der Haube arbeitet standesgemäß ein V8 mit 409 PS und stattlichen 6,2 Litern Hubraum. Und dessen Kraft ist auch nötig, um den knapp 2,7 Tonnen schweren Koloss zu bewegen. Typisch amerikanisch, luxuriöse Ausstattung in billiges Plastik gepackt und leider nicht die schönste Lackierung. Guten Tag. Hi. Hallihallo. Jean-Pierre, ich denke mal, der dicke Klotz steht nicht drin. Denn dann das ist er. Was kannst du mir erzählen zu den Kollegen? Unverschieden? So. Nein. Ja. Ah, was sag ich hier? Oh, der war. Nee. Nachlackiert? Auch nicht. Sicher? Aus erster Hand.
Heißt doch nichts. Ist doch 100 pro nachlackiert. Guck dir mal die ganzen Döllen und Beulen an. Und guck dir mal die Lack. Guck dir mal den Lack hier an der Seite an. Muss ich sagen, das ist originale Lackqualität. Alles original. Der Lange wird dein Vater, ne? Ja. Dein Vater lässt sich gerade richtig schön die Klinge reinrennen. Noch. Nein. Der ist doch nachlackiert. Jetzt ohne. Guck dir das mal an. Kein bisschen. Ja, komm mal her. Komm mal her. Siehst du die Orangenhaut? Sollen wir mal Lackmessgerät prüfen? Wenn der ganze Koffer nachlackiert ist, kannst du ein Lackmessgerät prüfen, wie du willst. Nein, der ist aber nicht nachlackiert. Das weiß ich ganz gut, weil er aus erster Hand ist. Nicht nachlackiert. Warum macht er so viel Döllen? Wenn du mir so viel erzählen kannst, wieso hat er überall die ganzen Kratzer hier in der Karre? Was ist das denn hier alles? Weil es ein schön benutzter ist. Ein nicht schön benutzter? Ein schön benutzter. Ein schön benutzter? Ja. Was ist denn hier kaputt? Das fühlt sich aber allgemein sehr locker an. Ja, der hat ja eine Gasanlage. Guck mal drunter. 6,2 Liter, ne? Müssen mit Gas befüllt werden. Ja, das fährst du schön sparsam mit einem schönen dicken Fahrzeug. 6,2 Liter. Hase, ganz ehrlich, der 6,2 Liter mit 409 PS, sparsam. Mhm. Sparsam ist er immer noch nicht. Selbst wenn er mit Blumen... Trotzdem fährst du günstiger. Das stimmt allerdings, aber sparsam kann man das nicht nennen. Nur. So, ich bin mittendrin im Cadillac-Check und gleich ist die Preisverhandlung am Start mit Ali. Schwerer Kollege. Und danach check ich, ich will mal sagen, ein Qualitätswunder aus Amerika. Arnie-Style, sage ich nur. Ramona sucht ein fettes SUV. JP hat bereits einen gefunden. Ein Escalade von 2009 mit vielen Kratzern und Beulen, aber mit Autogas. Soll ich dir mal ein Scheckheft zeigen? Zeig mir mal ein Scheckheft. Bring ich dir vorbei. Okay. In der Zwischenzeit reden wir über diesen Motor. Los geht's. 6,2 Liter V8 Motor und wirklich ein Eisenschwein. Man sagt, die Amis machen relativ viele Probleme. In diesem Bereich oder so einen Motor macht wirklich null Probleme. Das Ding läuft und läuft und läuft. Da brennt nichts an. Hier und da mal eine Wasserpumpe wechseln, Ölwechsel, das braucht er. Aber sonst bleiben diese 409 PS wirklich immer bei dir. Genau wie das Getriebe. Das bleibt auch immer bei dir. Doch die Elektronik, die all das steuert, die bleibt nicht bei dir. Weil die macht öfter Probleme. Aber da reden wir wieder gleich drüber, weil Ali hat ein Checkheft. Volles sogar. Schau mal. Das ist doch kein Checkheft. Das ist aus dem Drucker. Schau dir das mal an. Komm. Ali. So. Das ist typisch türkisch. Also, Ali, den muss ich mir abgucken, ja? Der war gut, oder? Du hast hier fünf Zettel und machst so. Nee. Warte. Alter, guck mal. Das ist doch kein Scheckheft. Wer hat denn diese Rechnung geschrieben? Cadillac. Und wo steht das? Nirgendwo. Sag noch mal lauter. Nirgendwo. Aber? Das sind Originalrechnungen. Scheiße. Warte, ich bin jetzt wieder. Ich bin da. Ja? Ja. Gut. Sag mir die Originalrechnung. Also, Ölfilter wurde ja ständig gewechselt. Die sind ja rein und rausgeflogen aus dem Auto. Mhm. Auf jeder Rechnung ist ein Ölfilter drauf. Du, ich habe eine Frage aber. Ja, bitte. Warum wurde bei diesen ganzen Inspektionen denn nie irgendwie was gemacht, außer ein Ölwechsel? Ah, hier, Bremsklötze. Richtig, weil die sehr spät ankommen. Und wie sieht die Bremse jetzt aus? Was hat er gelaufen jetzt? 175, ein paar kaputte. Okay, mach's mal an, bitte. Ja, wie erwartet, laufen diese Motoren wirklich, wirklich gut. Wenn man was kaufen will, was kaum Stress macht, dann ist das wirklich so ein Ding. Du kannst davon ausgehen, dass die Motoren laufen. Selbst wenn sie nicht laufen, hat man den großen Vorteil, dass die Ersatzteilkosten bei so einem Koffer super gering sind. Das heißt, nicht erschrecken bei so einem Ding. Die Kosten für den Motor selber, die sind wirklich überschaubar. Die Kosten einer Zapfsäule ohne Gasanlage sind nicht überschaubar. Die gehen ganz schnell in sehr, sehr viele tausend Euro. Ali? Ja? Probefahrt okay für dich? Bitte? Probefahrt? Sofort. Sofort? Sofort. Da bist du dabei, ne? Machen wir zusammen, wenn du möchtest. Machen wir zusammen, Ali. So was von. Wir beide gehen mit dem Escalade auf Probefahrt durch Bochum. Ramona will auffallen. Mit diesem 5,15 Meter langen Big Mac für die Straße dürfte das kein Problem sein. Wie
natürlich schon geil. Muss ich ehrlich zugeben gerade. Das fährt schon gut. Ist ein Ami-Feeling, ne? Ja, das fährt wirklich schon super entspannt. Der Escalade ist definitiv ein Langstreckencruiser. Es ist eh schwer, bei amerikanischen Fahrzeugen rauszufinden, ob da irgendwas ausgeschlagen ist oder nicht. Man hört es eigentlich nur über Klackergeräusche, weil übers Lenkgefühl merkt man es nicht, weil es eh sehr, sehr schwammig ist. Nicht negativ schwammig. Also bei so einem Escalade, muss ich wirklich sagen, ist es eine eigene Art von Fahrverhalten. Total eigen, aber nicht negativ. Es ist halt nicht so direkt, wie so ein X5 fahren würde oder sowas. Aber es ist, das ist geil. Halt ein SUV, ne? SUV. Richtig. Mit einem Sonnendach. Und mit großem Durst. Cadillac gibt einen Durchschnittsverbrauch von 16 Litern an. Realistisch sind wohl eher 20. Dank der verbauten Autogasanlage lassen sich an der Zapfsäule aber einige Euros sparen. Der Innenraumzustand ist auch okay. Mhm. Wirklich mal okay. Hast du das schon gesehen? Ja, weiß ich doch. Ja, musst du doch sehen. Oh, ich dachte, geil. Positiv. Oh. Ja, das ist positiv. Ausstattung und Fahrgefühl top. Lack, Kleid und äußerer Pflegezustand flop. Da muss beim Preis definitiv was gehen. Ja. Was gehen wir beim Preis? Ja. Ist ready? Immer. Steig raus. Ali, jetzt sind wir beide Probe gefahren. Ja. Mit einem schicken Escalade in Schwarz. Schönes Auto. Und deswegen, Ali, brauche ich von dir jetzt einen Preis, der sich sowas von gewaschen hat, dass ich quasi mit Unterhose hier über den Hof renne. Oh nein. Weißt du den Preis? Ja, ich weiß den Preis. Was denn? 20. 20? Mhm. Ach, das schaffen wir nicht. Und deswegen bist du jetzt dran. Weißt du, was wir machen? 26. Der steht doch für 25 noch was im Internet. Ja, ich weiß, 100er bleibt für mich übrig. Nein! Doch. Beulen, Kratzer, Panzerband, Rempler. Das ist ein deutsches Fahrzeug. Ist es nicht. Das ist verdammter General Motors. Das ist ein Cadillac. Deutsche Ausführung. Erste Hand, Gasanlage. Da sind wir schon drei positiven. Die Telefonnummer da am Tacho ist der Kilometerstand. 100 verdammte 1.075.000 Kilometer. 22.000. 25.8. Diese 100-Euro-Sprünge bei einem Fahrzeug dieser Klasse kannst du dir sparen, Hase. Okay, ja, dann spare ich mir die und behalte die in der Tasche. Dann bezahlst du 26. Wie viele haben sich darauf gemeldet? Sag die Wahrheit, bitte. Drei. Die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Zwei haben sich verwählt. Nein. 24.000. Nö. Musst du weiter hoch mit der Summe, die du im Kopf hast. Was ist denn dein Angebot jetzt? 25,5. 24,9. Tief Luft holen. Und wieder raus. 25.200 Euro. Guck mal, Hand drauf. Mensch, mit dir davor. Ja. 24,9. Und ich weiß, dass das geht. Du hast nur keinen Bock. Wir machen 25 glatt. Guck mal. Und das für dich. Und darunter komme ich nicht. Ja. Ist so. Hier 25, Alter. Tschüss. Mach's gut. Ja, beim Cadillac Escalade war der Preis gerade so an der Schmerzgrenze, dass ich nicht heulend vom Hof gehe. War so am Limit. Das ist ein sehr teures Auto vom Neupreis. War nicht so alt, hatte zwar viel Laufleistung, war aber sehr gepflegt vom Innenraum her. Mit der Gasanlage ging für mich klar. Wir suchen für Ramona ein fettes, komfortables, großes Auto. Ja, man nennt es im Fachjargon SUV. Sportility Sport Utility Vehicle. Ja, Klugscheißen Nummer 1. Da fällt der X5 schon mal raus, weil BMW hat es ja anders genannt. Wir haben diesen genannt, nicht SUV, sondern mir ist entfallen. Egal, wir suchen ein großes Auto und dann, wo finden wir die meisten Autos? In Amerika. Deswegen suche ich einen Amerikaner. Das ist der neue Jordan-Move. Ich hab einen.
Hammer H3, ja? Auch gerne Hummer H3 genannt. Unser H3 hat die große Maschine. Ja. 2009 kam nämlich der fette Motor rein. V8 5,3 Liter. Was will er haben? 26,9? Für eine komische Plastikbüchse? Nee. Ich kann ihn von diesem Trichter bringen. Also ich werde ihn bekehren. Auf 16,9. Naja. Na, hoffentlich lohnen sich die knapp 150 Kilometer Fahrt zu Willi nach St. Augustin bei Bonn. Also ich finde Sydneys Wahl vom H3 sehr, sehr gut, weil die Frauenwelt liebt den H3. Also die sind da sehr, sehr, sehr schnell zu begeistern. Und die Frauen haben in der Regel nicht so das Auge für Qualität und Haptik im Innenraum und können da gerne drüber hinwegschauen. Deswegen ist so ein Außenkleid ganz schnell der absolute Megahammer. Und dann sehen die das Teil, verlieben sich und können darüber hinwegschauen, wie viel der manchmal klappert und quietscht. So, jetzt sind wir bei der Firma Tibus, ja, und suchen diesen Kollegen. Hummer H3, ja. Aber dafür brauchen wir noch einen Verkäufer, weil mit dem muss ich ja reden über das Auto. Und über Fakten. Baujahr 2008 und nur knapp 40.000 Kilometer gelaufen. Preis 26.900 Euro, noch ohne Autogas. Der Urvater des H3 ist das militärische Humvee, das noch heute produziert wird. Dessen Erbauer schufen schließlich auch die Marke Hummer für zivile Fahrzeuge. Unter General Motors kamen zum H1 noch der H2 und ab 2005 schließlich der Baby Hummer, der H3, dazu. Den dicken V8 gab es ab 2009 allerdings nicht lange. Denn schon 2010 wurde die Produktion eingestellt und die letzten Hummer liefen vom Band. Hi, Sydney. Ich bin der Willi. Hi, grüß dich. Der Willi? Ja, genau. Wir hatten telefoniert, vermutlich mal. Ja, genau, das waren wir. Ja, ja, schön. Willi, hier ist auch ein schönes Auto. Ja, das würde mich ablenken. Wir gehen jetzt mal direkt zum H3. Ach so, ja. Willi, ja. Erzähl mal was von diesem wunderschönen, scheinbar massiven Fahrzeug, was eigentlich so groß ist wie eine Limousine. Wie eine Schrankwand. Ja, also CW-Wert ist eine Schrankwand, ja. Ist wie eine Schrankwand. Das ist natürlich das Schöne an dem Auto, der V8. Eine Schrankwand ist. Nein, eine Schrankwand nicht, der V8. Der mal eben 18 Liter auf 100 verbraucht. Das macht natürlich Sinn. Jetzt bist du dran. Das macht eigentlich Sinn, weil der 3,7 genauso viel säuft und braucht. Eben, weil ich den Ding immer treten muss. Und das Auto kann ich ganz relax fahren im unteren Drehzahlbereich. Deshalb kommt es auch selber wieder raus. Du bist Verkäufer schon lange, ne? Ich übe noch daran. Du machst viel Amis, ne? Ich meine, ich sehe hier. Ich mache viel Amis, ja. Deswegen die Argumentationsgrundlage, die ist sehr amerikanisch, ja? Weil jetzt haben wir genug Power, den müssen wir nicht treten. Genau, da kann ich ganz locker im unteren Drehzahlbereich fahren. Aber sowieso, wer sich meistens einen Ami kauft, der will sowieso einen V8. Ja. Der Ami muss da blubbern, der V8. Und dem ist auch Spritverbrauch eigentlich interessiert wurscht. Nicht. Man muss überlegen, der H3 kam 2007 oder 2006 auf den Markt. Aha. Und 2009 haben sie einen V8 dann gebracht. Und 2010 wurde er eingestellt. So, der letzte Versuch, ne? So, warte, wir müssen ihn ankurbeln. Komm, wir nehmen den alten V8 rein. Der haben wir noch lagermäßig ohne Ende da. Haben den V8 reingehauen. Ey, die haben 10 mehr gekauft, ich verstehe es nicht. Also das ist ja ein europäisches Modell, stand im Internet, ne? Das ist ein europäisches kein Modell. Kein Import? Nein, kein Import, das ist das Schöne daran. Lass mal gucken hier. Ich muss nicht in der Elektrik rumstricken, was immer ein bisschen problematisch wird später oder werden könnte. Ich habe Schlüsselnummern für Ersatzteilbeschaffung, auch kein Problem. Ich gucke hier auf diesen Chrom, weil dieser Chrom ist sehr, amerikanisch. Amerikanisch, ja. Amerikanisch heißt Qualität qualitativ nicht ganz so hochwertig. Der, genau. der läuft mal an. Genau. Also das ist zum Beispiel Fertigung. Amerikanische Fertigung, wir wissen, das ist nicht die beste. Hier so ein Keder, ja, zum Abdichten und so, ja. Siehst du hier, wie die abschneiden? Oder hier, einfach mal aufhören? Ja, ich kenne auch genug Amis, die drüben sagen, well. Die Qualität von einem Hummer musst du erstmal schlagen. Also es gibt auch viele Amis, die sind sowas von überzeugt von dem Zeug. Ja, okay, aber das ist ein Amerikaner. Die sehen diesen Wählhebel im H2, den du runterziehst, um in den D rein zu hämmern. Und denkst nur, well, that feels like a jet. Wir haben einen Leiterrahmen, was sehr gut ist. Ne? Aber den muss man so von Werk ab, mögen die Amerikaner Versiegelung gar nicht. Ja?
der geht so raus und da müsste man rein theoretisch den nämlich nachversiegeln. Der Leiterrahmen, der ist ja, der hat eine gewisse Dicke, ja, amerikanisch. Massiv. Massiv, weil das Ding wiegt ja auch 2,4 Tonnen. Also dementsprechend, der Leiterrahmen ist schon echt dick. Das dauert, bis der durchgerostet ist. Aber man sollte so einfach mal prophylaktisch hier in Europa den einfach versiegeln. Ah. Ja. Also von Gewichtsersparnis haben die Amis noch nie was gehört. Doch hier, hier ist Kunststoff. Das ist Kunststoff, das ist Plastik. Ja. Hier ist Kunststoff, das ist geil. Hier, das ist einfach draufgeschraubt. Ja. Das heißt, die haben so eine Tür genommen, haben sich dann hinterher gedacht, irgendwie sieht der zu lieb aus. Wir müssen noch irgendwie ein Designelement dazu hauen. Dann haben sie diese Kunststoffdinger genommen. Mhm. Aber bei 2,4 Tonnen, also 2,37 whatever Tonnen, dieses Fahrzeug, brauchen wir natürlich auch starke Bremsen. Wenn wir diese nicht haben, also hier haben wir ja Bremsen, Scheiben, und die sind sogar neu. Haben wir etwas neu gemacht, ja. Der Kunde hat nie gespart. Er hat immer gerne Geld ausgegeben. Ja, es gibt so Kunden. Nein. Erstmal warten. Sind sie neu? Die sind aber neu wie die. Ja, die haben wir neu gemacht. Siehst du? Ja, keine Kosten und Mühen gescheut hier. Ja. Aber guck mal, die Klötze auch. Mann, ja. Ist ja alles Taco hier. Willi? Ja. Ich müsste jetzt eine Runde fahren. Kannst du machen. Mit dem Leichtgewicht. Mit knapp 4,80 Meter Länge und 1,88 Meter Breite ist der H3 eine echte Ansage auf deutschen Straßen. Der H1 ist unmöglich in Deutschland zu fahren oder in Europa. H2 war schon nicht so verkehrt. Er hat auf deutschen Straßen gepasst. Und mit dem H3 wollten sie dann wirklich so ein European Car bringen. Weißt du, das wollten sie sagen, pass mal auf, wir haben auch ein H3 in dem Falle für deutsche Straßen, europäische Straßen. Im Vergleich ist es wirklich so. Du hast viel weniger Sorgen, dass du irgendwo hängen bleibst, dass du irgendwo nicht durchkommst. Du kommst eigentlich überall damit durch. Es macht nur den Anschein, weil du hast halt wenig Sicht, Rundumsicht. Also du kannst es schlecht einschätzen, aber du kommst überall durch. Aber groß ist genau das, was Ramona wollte. Willis Hammer hat erstaunlich wenig Kilometer auf dem Buckel und ist auf den ersten Blick top in Schuss. An sich, der Zustand von der Innenausstattung sieht gut aus. Jetzt nicht sagen, ey, das sind ja erst 40.000 Kilometer. 40.000 Kilometer in einer Plastikwüste können durchaus komisch aussehen. Der Hammer fährt unter dem Blech veraltete, aber robuste Technik spazieren. Zum Beispiel eine blattgefederte Starrachse im Heck. Fahr dynamisch nicht der Bringer. Dann hast du noch die großen Reifen. Dann lenkst du quasi in den Reifen, der Reifen walkt und gibt irgendwann das Kommando weiter. Also du lenkst erstmal 3 Stunden nach links, bevor er links fährt. Der Babyhammer ist nur bedingt alltagstauglich, aber das stand ja auch nicht auf Ramonas Wunschzettel. Sie will eine fette Karre mit Sound und da ist der H3 genau das Richtige. Alter Schwede, hör dir das mal an. Ist das der Arnold-Motor oder was? Okay, gleich bist du dran. Wählhebel von D auf P. Ja. Und die Stellmotoren von der Zentralverriegelung haben die noch Winchester nachgemacht. Ja, ich kenne das. Rein. Und ich denke so, was geht denn hier? Wie geil ist das denn? Ey? Geladen, ey. Herrlich. Ich lade mal kurz meine Magnum durch. Da kommen eindeutig die Militärgene des SUV durch. Also jetzt wollen wir mal beschleunigen hier. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was der Ofen ja auch mal sich wegnimmt. Jetzt mal ohne Scheiß, ich drücke hier gerade durch. Mit seiner Behäbigkeit will der H3 sagen, du sollst cruisen und nicht rasen. Und der Hammer hat, wenn man genau hinhört, sogar noch viel mehr zu erzählen. Alter Schwede, ihr macht alles Geräusche. Jetzt Wendekreis ist geil. Das ist Differential, 100%iges Differential. Nur am, genau, am Arbeiten, am, und du, och. Nicht alltagstauglich. Nein, gar nicht. Also, du hattest eine
ein Orchester dabei von Ich nerv mal Sydney heute. Hört ihr? Hinten die Hinterachse. Das Differential sinkt, die Blattfedern lassen die Hinterachse poltern. Eins ist klar, der Preis muss runter. Ich glaube, realistisch sind, wenn es an mir geht, würde ich 20 für geben. Aber realistisch sind, ich glaube, wir kommen so auf 25. So, jetzt werden wir in den Kampf gehen, wie viel wir sparen können. Warte, ich muss noch mal machen. Ich lade noch mal meine Knarre, bevor ich in die Preisverhandlung gehe. Sydney, was hast du festgestellt oder nicht festgestellt? Also nichts. Du hast quietschende Reifen, also du von dem Differential allein, wenn du wirklich einschlägst. Das ist ja brutal. Klar, die Dinger quietschen, das Ding fährt sich auch wie ein bisschen Schaukel. Das fährt sich aber wie ein Sack Nüsse? Ja, ist aber so. Und dann haben wir natürlich noch hier den kleinen Anbumser quasi, ne? Willi? Ja. Wir brauchen jetzt einen wirklich Top-Preis. Du weißt, der alte Verkäufertaktik, immer den Gegenüber erstmal was sagen lassen. 20? Ja, klar. Aber Willi, ja. Den müssen wir umbauen auf Gas. Das kostet ja auch Geld. Und wir müssen auch irgendwann neue Reifen kaufen. Ja. Weil du als Reifen, als alter Reifenhändler, weißt doch genau, dass die Performance des Reifens mit dem Alter geht. Ist nicht wie bei Männern. Da kommt die Performance mit dem Alter. Nicht wahr, Willi? Oder bis zum gewissen Zeitpunkt auch nur. Willi, sag jetzt mal was. Nee, mehr wie 26 kann ich nicht machen am Auto. Es geht nicht. Wir können da jetzt stundenlang drüber reden, es geht nicht. Ich habe einen Festpreis von meiner Kundin. Willi. Und mehr geht nicht. Willi, aber ja. Du hast ja auch noch hier deine Werkstatt. Die kann ja auch noch etwas uns entgegenkommen. Die Werkstatt inwiefern? Inwiefern? Mit Manpower. Konservierung. Rost. Auch wenn der Leiterrahmen auch sehr stabil ist. So eine Versiegelung? Das kann ich dir noch zusichern, das ist kein Problem. Auch schön mit, ne? Ja, mit allem. Nicht einfach nur so? Nein, nicht mit der Sprühdose, so? Sondern richtig mit der Kanone, ja. Und Vorarbeiten und so? Kein Problem. Mit Rostschutz. Mit Rostumwandler. Okay. Willi, so gebe ich es weiter? Ja, mach. Und dann sag ich Bescheid. Ja, okay. Alles klar. Dankeschön. Bitte. Also, den Preis beim H3 bin ich jetzt nicht wirklich mit zufrieden. Weil für 26 ist der doch, also der ist gut erhalten, wenig Kilometer, alles schön, alles gut. Aber 26.000 Euro, das war zu viel. Aber ich habe einfach gemerkt, beim Willi ging nichts mehr. Ja, pass auf. Der Cadillac war wirklich ganz cool, muss ich wirklich sagen. Aber schon sehr, sehr groß. Ja, und der H3, das ist halt eben eine Plastikwüste, weißt du? Also, ja, ja. Ich meine, für amerikanisch wertig, aber nicht für uns. So was, so einen deutschen Urvater. Also Deutsch und Dinosaurier fällt mir ein, ML. Also du sagst ML? Ist er fett genug für Sie? Du hast den Hummer angeguckt, ich habe mir den Cadillac angeguckt. Und dann ML, also ein ML ja, ist aber der ist alltagstauglich. Von das allen. Ist er. Was hast du da so? Mal hier, guck mal, hier haben wir einen ganz coolen, warte. Und zwar, schwarz sind ja fast alle. Mhm. Ein schönen 500er mit V8-Maschine. Mit AMG-Paket sogar und Gasanlage und dem Budget und den Kerpen. Und in Kerpen war ich schon lange nicht mehr. Und deswegen sollten wir nach Kerpen. Ich finde, dass sie sich schon im Markt ziemlich teilen. Also Q7, ML, Cayenne auch, finde ich mittlerweile. X5. X5, das ist so alles ein Mischi-Maschi. Aber ich denke, wir sollten Ramona schon so was Deutsches mal anbieten, was so ein bisschen Qualität mitbringt. Zum letzten Check geht's daher zu zweit. Und im neuen Dienstwagen der PS-Profis. Dank 305 PS sollten die Jungs die 112 Kilometer bis nach Kerpen in 0, nichts schaffen. Und da wartet nicht Michael Schumachers Ferrari, sondern ein fetter ML500 auf Sid und JP. Hi. Hi, hallo. Hi. Sydney, grüß dich. Ahmed. Ahmed. Hi. Hi. Jean-Pierre, hallo Ahmed. Hi. Und das ist Ahmeds ML. Der Benz ist seit 2007 130.000 Kilometer gefahren. 306 PS und eine Autogasanlage gibt's für 24.900 Euro. Die 500 lässt es vermuten, in diesem ML steckt ein 5-Liter-Achtzylinder.
Passend dazu hat der Erstbesitzer sich das AMG Sportpaket gegönnt. Heißt AMG Frontschürze, Trittbretter, 21 Zoll Alus, Heckschürze und AMG Endrohre. Neupreis des ML500 damals vor 8 Jahren knapp 64.000 Euro plus AMG-Paket. War der immer AMG? Weil wenn ich ihn auf dem Bild habe, ich schon gesehen, deine komischen, rangebratenen Endrohre hinten. Das ist aber nicht original, Ahmed. Nee, der ist auch nachgemacht. Also jetzt nur die Endrohre. Der ist sogar nachgemacht. Also nachträglich und nachgemacht. Weil sonst würde ich nämlich hier ganz elegant oben AMG draufstehen. Hast du das nachkonfiguriert quasi? Also außer dem Auspuff ist alles vom Werk aus. Alles aus. Alles. Okay. Ich sehe hinten eine Gasanlage im Kofferraum. Ja. Aber ich sehe auch hier Macken. Von dem Vorbesitzer sind die 4 Türen, also die 2-2, ausgetauscht worden von Mercedes Collanz. Wegen Rost? Nee. Ja. Doch, aber das ist hier auf jeden Fall nachlackiert, das Teil. Deswegen, da siehst du, wenn du frontal diese Pickel hier siehst, weißt du? Die Pickel. Meinte das jetzt nicht von dem Werk aus? Nein. Das ist ein Premium-Fahrzeughersteller. Wir sprechen hier von der Marke Mercedes-Benz, Ahmed. Ja. Da sind doch keine Pickel im Seitenteil. Ihr beiden bleibt mal hier. Ich gehe mal eben auf die andere Seite. Okay. Und werde mal untersuchen, ob wir dort auch Pickel haben. Also, hier sind nämlich auch Pickel in dem Plastik drin. Dort. Was aber auch ist, dass dieses Teil ist Original-Mercedes. Hier ist nämlich kein Pickel drin. Das heißt, das war auf jeden Fall dran und ist auch vom Farbton, vom Metallic-Effekt der gleiche wie im Kotflügel. Das heißt, das ist 100% AMG. Das ist auch 100% AMG. Aber da ist mal ein ganz kreativer Lackierer mit ein bisschen Zeitdruck dran gewesen, der das Ganze nicht mehr so ganz rauspoliert hat. Die Pickel. So ein, zwei Sachen waren da nicht ganz clean. So ja. Die Verbreiterung wurde nachlackiert, die eine oder andere Stelle wurde auch nachlackiert. Ich glaube, das wusste er selber nicht. Ja, ich habe auch in Ahmeds Gesicht nicht gesehen, dass er irgendwie eine linke Bazille war, der irgendwas anderes wollte. Ich glaube, Ahmed war wirklich ein echter, normaler Privatverkäufer, der auch guten Gewissens das angibt, was er weiß. Und der hat auch wirklich beschränkt geguckt, wo ihm gesagt haben, ist auf hier ist lackiert, da ist lackiert. Dann war der auch schon kurz darauf, den Vorbesitzer anzurufen. Aber im Großen und Ganzen ein super lieber Typ. Aber der Wagen hatte schon ein paar Mängel. Ja. Jetzt könnte man sich quasi den Motor angucken. Ne? So ein 500er Motor von Mercedes-Benz hat natürlich richtig Qualm im Socken. Und ich gucke mir das an. Auch als Gasanlage geht der nämlich gut. Warum, erkläre ich euch. Sekunde. So. Was ein schickes Aggregat. Dada. Oh, Gasanlage war schön versteckt. Gucken wir mal hier drunter. Da sehen wir ein bisschen Gasanlage. Aber wir fangen erst mal ganz von vorne an. Was ist wirklich spannend bei dem Ding? Und zwar folgender Punkt. Wenn so ein Motor umgerüstet wird auf Gasanlage, was ist das Risiko? Genau, Brennraumtemperaturen, das ist das Risiko. Wieso entstehen die? Gasanlagen verbrennen an sich 50 bis 80 Grad heißer als normale Motoren. Also kann das Ventil sehr doll leiden. Doch bei Mercedes-Benz muss man so gut wie nichts bearbeiten. Das kann so bleiben, weil Ventile, Kolben, Pleuel, kann alles bleiben. Quasi nur Gasanlage draufbauen und dann halt nicht mehr so viel Vollgas geben, als ob es Benzin wäre. Aber man kann ja umschalten auf Benzinbetrieb und dann kann man auch wieder Vollgas geben. Also Ahmed, wir haben eine Gasanlage, ne? Ja. Jetzt hat sich Ahmed gedacht, ich kann ein Haus bauen, kann ich auch eine Tankverkleidung bauen, ne? Hab ich mir gedacht. Hast du das selber gebaut? Ja. Das ist sexy. Also, was sehen wir hier? Den großen Tank, ne? Ja. Du kleckerst nicht, ne? Du klotzt immer, ne? Ja, mit dem kleinen Tank kommst du nicht weit. Haben wir 100 Liter? Das ist 94. Für doofe steht's auch drauf, aber sind ja, das stimmt, 94 sind die 100. Also kommen aber nur 85 rein. Wegen dem Füllstopp. Ah, okay. Aber 94er, das ist trotzdem der große. Es gibt keinen größeren. Also ich kenne keinen größeren. Als Radmulde als nicht. Als Radmulde, genau. Genau. Ich meine, normalerweise haben wir so 550er, ist es, glaube ich. Die kann man halt quasi in der Radmulde schön kaschieren. Dann hat man den ganz normalen Ladevolumen. Oder wir machen es mit dem französischen Ehebett. Hier wie Ahmed. Und da haben wir halt so eine kleine Beeinträchtigung. An sich ist der 500er Motor auch ein sehr solider Kollege. Wo er aber Probleme hat, sind das Thema Zündspulen. Und dafür machen wir ihn einmal eben an. Weil im Leerlauf kann man schon sehr viel erkennen. Was zeige ich euch jetzt? So, wir hören einmal rein. Woran man nämlich sofort merkt, dass es dem ML500 oder dem 500er Motor bei Mercedes nicht gut geht, ist, wenn er im Leerlauf, das ist jetzt wieder etwas komisch von der Erklärung, so leicht zuckelt. Ihr würdet quasi den Leerlauf wahrnehmen. Das ist jetzt eine Drehzahl. Ein kontinuierlicher
Soundteppich quasi. Und wenn in diesem Soundteppich immer so einzelne Flacker kommen, so klang, 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 dann sind das einzelne Zündspulen, die einfach nicht mehr mitspielen. Wenn sowas ist, kein großes Problem, aber eine Zündspule zu wechseln kostet schon in der Regel nur 80 Euro. Nicht gut. Also ich meine, Faktor Sparen ist ja allgegenwärtig bei einer Gasanlage, ne? Weil wir sparen so oder so, weil Amit sie gekauft hat. Für 200, und Amit, wir geben ihm ja nichts dafür. Genau, richtig. Ja. Also das haben wir schon amortisiert. Also das haben wir schon mal amortisiert, ja, diese Kosten. Jetzt aber, ne? Jetzt haben wir ja trotzdem mehr Verbrauch von Gas. Wir haben ja nicht 1:1. Wir verbrauchen ja mehr Gas als Sprit auf 100 Kilometer. Ja, tust du. Dann rechne uns mal jetzt vor. Wie weit kommst du mit einem Tank Gas? Also mit einer Tankfüllung, nur Autobahn, 500 Kilometer mit 140, 130 km/h. Das heißt, wenn wir Gastank und Benzintank beides leer fahren, sind wir über 1000 Kilometer gekommen. Ja, kann man sagen. Nicht schlecht. Ja. Ich würde sagen, das reicht für die Profahrt. Willst du fahren? Viel Spaß. Kann ich machen, ja. Soll ich fahren? Ja, ich fahr. Er fährt. Hier, warte. Das ist voll. Assist Plus werde ich mir zu Gemüte machen bei der Profahrt. Amit, Entschuldigung, ja. Ist okay, wenn wir eine Probefahrt machen? Ja, klar. Super, bleib rein! Immer rein in die gute Stube. Auf Kerpens Straßen wird sich zeigen, ob dieser ML500 noch weitere Überraschungen für die PS-Profis bereithält. Aber sag ich mal, 306 PS sind 306 PS, ne? Ja. Ist schon okay. Fährt okay. Und auch mit Autogasumbau ist der ML zuverlässig. An sich auch das gute Taxileder hier, weißt du, das würde in jedem anderen Auto, wäre das... In jedem Testbericht, wenn das Leder in einem Renault wäre, dann würden die dem das ja so aus Brot schmieren, dass das ein scheiß Leder ist. Ja. Und hier bei Mercedes ist es einfach das Leder. Aber da kann doch keinem mehr erzählen, dass das ein schönes Leder ist. Was mir aber noch mehr auffällt, ist, dass diese typische Qualitätsproblematik bei Mercedes bei dem Auto so langsam unter Kontrolle kommt. Armaturenbrett, alles wirkt so ein bisschen Mercedes-mäßiger, weil der Vorgänger war ja eine Todesstrafe. Also Katastrophe. Ja, der war auch rostmäßig Katastrophe. Wir sind kurz vor der Preisverhandlung mit Amit. Ich glaube, das ist ein harter Hund. Und danach steht Ramonas Entscheidung an und das ist auch ein harter Hund, weil zwei Amis, ein Deutscher, wer wird's werden? Hm. Auf jeden Fall eine dicke Karre. Wird dieser 8 Jahre alte ML500 die neue fette Karre von Ramona? Also der fährt okay. Dämpfer macht auch keine störenden Geräusche. Also der ist sauber. Also der fährt okay, den kann man auch kaufen. Der Amit ist halt nur was preistechnisch sowas von weit vom Schuss. Weil er hat 26 bezahlt, hat 2 reingehauen für die Gasanlage. Ja, schön für ihn. So, und das rechnet er und das hat er vor Augen. Und das, ja, macht den Preis so scheiße. So, sag du mal was. Ich hab schon eine Zahl im Kopf. 20. Genau, hätte ich auch gesagt. Ja. 20 erstmal vom Bug schießen und wenn er für 22 abgibt, ein Verlust ist da. Und wenn er eine Gasanlage reinknallt, dann macht er das. Er hat doch gespart. Er würde es ja nicht machen, wenn er nicht sparen würde dadurch. Was will er haben? 24,9. 24,9 für den Haufen? Für 130.000 Kilometer gelaufene ML500 mit Gasanlage. Nicht in, also, nee. Das könnte ein harter Preiskampf werden. Direkt vor der Tür. Wunderbar. Alles gut? Bei mir ja. Im Alter ist es gut, so hoch einzusteigen und auszusteigen, ne? Man kann ja auch höher machen. Ja, aber es ist angenehm. Amit. Ja. Amit, ja. Probefahrt ist schon okay gewesen. Okay. Muss ich ja sagen, das Ding fährt okay um eine Kurve, fährt auf Gas okay, fährt auf Benzin okay, ne? Aber weißt du, was gar nicht so in diesem ganzen Bereich passt? Zentral steht eine Summe. Ich komm mal runter, warte mal. Die passt gar nicht. Du vertust dich mit dem Preis. Du vertust dich. Es ist zu viel Geld. So einen findest du nicht für den Preis. Warum nicht? Was haben die anderen denn schlechter? Die Ausstattung, das Paket. Oder sind die anderen keine schlechter? Keine Gasanlage, ja, schlechter nicht. Aber sind die anderen schlechter nachlackiert? Weil schlechter nachlackiert wird schon schwierig. Also. Der hat ja überall Kratzer. Ja. Der ist auch nachlackiert. Jetzt sagst du, so einen wie den findest du nicht nochmal, richtig? Ja, vielleicht ist er auch nachlackiert. Weiß ja nicht. Genau, also sind die schon mal auf gleichem Niveau. Aber das andere ML500, auch mit Gasanlage, liegen um die 20.000 Euro. Warum
Ja. Ist deiner jetzt 24,9 wert? Weil ich sehe, dass der 24,9 wert hat. Okay, das ist ein Argument. Und fühle es. Aber das ist schon leichte Mafia-Methode hier, ne? Nee. Also ich fühle das. Ich fühle das von innen. Der kostet 24,9. Jetzt mal wirklich. Also willst du mal eine Zahl? Also ein super Deal wäre 20. Nee, ich sag, lass mich doch ausreden. Ja, ich, ja. Super Deal wäre 20, aber im Bereich von 22, 23 müssen wir hier eine Landung finden. Sag uns doch mal einen Preis. Komm, sag uns mal einen Preis, wo du sagst. Alter Schwede! Hast du das überhaupt gesehen hier? Das ist doch kein Neuwagen. Also 24 halt muss schon haben. In einem Jahr steht dieser ML noch mal hier, also steht er immer noch hier. Also vor einem Jahr waren welche hier, die wollten 23,5 kaufen, aber ich hab nicht gemacht. Okay. Dass man sich wirklich auch selber vor Augen halten muss. Auch du. Du zu Hause. Am Ende des Tages gibst du den Koffer für weniger Geld ab. Und das muss man einfach schnallen. Dass man vielleicht einfach jetzt den sauren Apfel beißt. Und er hat ja sogar sein neues Trauma unter den C63. Und kann ihn sich nicht holen. Und am Ende des Tages passiert nämlich Folgendes. Er bekommt weniger. Der C63 steht stabiler am Markt. Und er muss sogar mehr investieren für das Auto, was er hätte vorher günstiger kaufen können. Und jetzt kommst du. 8 Jahre, ja. 130 gelaufen. Ja. Und mit der Laufleistung bei 24,5. Finde ich, das ist ein super Preis. Das finde ich, macht sie mal rumfliegen. Und dann können wir 93,4 hoch 10. Und deswegen finde ich, das ist meine Theorie. Am Ende des Tages sagt nämlich Ahmed einfach nur, und deswegen finde ich. Aber wie geil. Also das ist auch geil. Der Faktor X, das bin ich. Pass auf. Aber wir merken, du hast deine Idee und du hast deine Vorstellung. Richtig? Deine Preispolitik. So, unsere Vorstellung. Wenn du 23,5 für den Koffer kriegst, kannst du wirklich mit dem Körper in die Badewanne springen? Da könntest du Shampoos aufmachen. Also ich sag mal 24, letzter Preis, sonst mach ich ja nichts. 24? Ja. Hand drauf, fertig, Ende aus. Ich will nach Hause. Okay. 24. 24. Tschüss. 24. Tschüss. Ciao. Man sieht sich. Ahmed war einfach festgefahren. Von daher der Preis. Also ich habe so ein ML, würde ich bei 22, so 20, ja. 22 sehen. Ja, ich auch. Also bei daher 20, war der Preis nicht gut. Bei 20 sehe ich die Dinger auch. Und selbst da, boah. Ja, 20 kann man sagen, ist gut. Aber 24 ist grande Malheur. So, drei Autos habe ich gecheckt. Hast du ja gesehen, es geht direkt los mit unserem Riesenbaby, dem Cadillac Escalade aus 2008. Mhm. Und wir folgen mit einem Ami mit so einem halben Arnold Schwarzenegger. Ist ein H3. Sehr schön. Mhm. Ja. Und da haben wir uns gedacht, es soll nicht zu amerikanisch werden. Fehlt natürlich einer, der ML. Ist ja ein halber Amerikaner. So, Ramon, jetzt muss ich entscheiden. Alle drei sind FBI-like und erfüllen deine Kriterien. Jetzt bist du dran. Also, alle sind fette Rapper-Cars. Also, der Mercedes ist zu glatt. Der ist mir auch, das fährt ja jeder Mercedes ML500, oder? ML500? Jeder hat so ein Ding. Mindestens ein, wenn nicht sogar drei. Also, der fährt raus, auf jeden Fall. Also der. Oder? Ja, doch, der fährt raus. ML ist raus? Ja, ist raus. Okay, also haben wir die zwei Amis noch. Und zwischen Hammer und Cadillac. Also ich entscheide mich für den. Cadillac. Ehrlich? Ja. Cadillac. Ihr bleibt hier, ich zieh los, hol den Cadillac. Bis gleich. Okay. Hier geht's raus. Ich würde sagen, wir. Trinken jetzt ein Prosecco. Die Entscheidung von Ramona ist auf jeden Fall FBI-mäßig sehr gut gelaufen. Also hätte ich. Unter dem Aspekt hätte ich genau das gleiche Auto genommen. Ich denke auch. Ramona wird gut klarkommen und der Cadillac wird gut mit ihr klarkommen. Und der Cadillac wird hoffentlich lange überleben. Endlich bekomme ich mal Sonne und Freizeit. Schön, ne? Schön. Und die Dortmunder Sonne ist ganz extrem schön. Da ist er. Das ist alles Ehepaar. Ist echt? Ist meiner? Ja, das ist deiner. Das ist FBI. Ist ja geil. Wow, das ist ganz voll. Allein dein Hase cool. Hier. Oh, danke schön. Hier, oh. Oh. Ja, cool. Ist der Automatik? Das fragst du ja früh, Hase. Ist mir gerade noch eingefallen, ne? Ach doch, jetzt noch eingefallen. Automatik. Aber wir haben das über. Wir haben aber Rapper-Autos sind immer automatisch. Okay. Schwing nicht rein. Okay. Und FBI-Autos auch. Oh, mit 1,63, gell? Ja, aber für den hohen Einstieg, ja, cool. Für das Alter, weißt du? Außer, ne? Ja, guck dir mal, wie klein sieht dem Auto aus. Ja, warte, jetzt machen wir mal zu. Warte, pass auf, jetzt sieht geil aus, dann machen wir einen Rahmen drum. Kommst du dran? Wir stellen das mal eben ein hier. So, pass auf, dann können wir nämlich hier die Pedale einstellen. Okay. Dann den Sitz noch ein bisschen nach vorne. Und das Lenkrad können wir auch noch mal so ein bisschen ausrichten für dich. Findest du gut, Mona? Ja. Peace. Bis bald, ne? Tschüss. Hau rein, ne? Ja.